Menschen Worte, die sind nicht ausreichend. Herr, öffne, erleuchte die Augen unseres Herzens, Vater, dass wir wirklich, wirklich hören können, sehen können, Herr. Und ich danke dir. In Jesu Namen. Amen. Was aus dieser Bibelstelle, Passage kommen soll, ist Folgendes. Dass wir erkennen, dass das Kreuz Jesus, was er am Kreuz getan hat, ist viel mehr, als wir begreifen können. Wir wissen sehr viel vom Kreuz, wir reden sehr viel über den Kreuz. Das ist ein Kennzeichen unserer Gemeinde, aber wir haben die Oberfläche nur gekratzt. Und wir werden heute ein bisschen näher schauen. Greeting, hello zu unserer Rose Online. Römer 6. Römer Kapitel 6. Ich werde auch nach dieser deutschen Predigt auf Englisch predigen. Römer Kapitel 6, Abvers 3. Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinem Tod getauft sind? Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir in der Sünde nicht mehr, dass wir die Sünde nicht mehr dienen. Denn wir sind gestorben, denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt, der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben. Ein für alle Mal, was er aber lebt, das lebt er für Gott. Also, auch ihr haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus unserem Herrn. Ist Bahnhof, wenn man das liest, oder? Zum Teil. Ich möchte ein bisschen darüber sprechen. Das Thema ist die Taufe, aber nicht ganz alleine die Taufe. Wir wissen, hier in Vers 2 steht, sollen wir, die wir die Sünde gestorben sind, noch in ihr Leben, wenn wir wiedergeboren sind, wenn wir neu geboren sind, wir werden nicht in die Sünde bleiben können, ausharren können. Und was ist der Schlüssel zu dieser ganzen Sache, wenn wir in Christus sind? Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinem Tod getauft sind? Diese Taufe ist nicht das Wassertaufe, die hier erwähnt ist, sondern wenn du wiedergeboren bist, Gottes Geist bringt dich in Jesus hinein. Du bist in Jesus. Und ich liebe diese russischen Dinge, ich weiß nicht, wie die heißen. Babuschka war doch so. Wenn das Jesus ist, das bist du, wenn du wiedergeboren bist. In Christus. Epheser, Kolosser, steht so viel. In Christus, in Christus, in Christus. Alles ist in Christus. Alles hat mit ihm zu tun, was er am Kreuz getan hat. Und wenn du noch nicht in Christus bist, dann nichts hier, was geschrieben ist, gilt für dich. Nichts. Weil alles hängt zusammen, dass wir in Christus sind. Das ist befreiend. Das ist heilsam. Er sagte, oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus hinein getauft sind, in seinem Tod getauft sind? Ich will zusammenfassen kurz. Die Taufe ist ein Begräbnis, das wissen wir. Die Taufe ist ein Begräbnis, aber ist ein Symbol. Du wirst nicht durch die Taufe gerettet. Aber es ist ein Symbol, genauso wie Abendmahl, Tisch des Herrn, die wir nachher haben werden. Ein Symbol ist, wenn wir die Saft trinken, wir trinken nicht buchstäblich Jesus Blut. Das ist nicht, was die Bibel lehrt, es ist ein Symbol seines Blutes. Wenn wir
den Brot essen, ist es ein Symbol seines Leibes, dass wir sein Leib essen, dass wir sein Blut trinken, symbolisch, weil er unsere Errettung ist. Das ist, was den Tisch des Herrn, es stellt eine geistige Wahrheit dar. Das ist, was die Taufe auch macht, stellt eine geistige Wahrheit dar. Aber das gilt nur, wenn wir in Christus sind. Vers 4. Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihn auch in der Auferstehung gleich sein. Denn wir wissen, Vers 6, ja dies, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Es sind einige Dinge, die am Kreuz passiert sind. Und wichtig ist immer, dass wir Gottes Wort glauben. Wir haben auch irgendwie, jemand hat es gebetet, dass wir Gottes Wort glauben, auch wenn wir nichts sehen, nichts erleben. Und die Basis für diese, alles, was für uns in Christus ist, ist Gottes Wort. Am Kreuz, wir wissen, Jesus hat unsere Sünden auf sich genommen, das wissen wir. Er hat die Strafe für unsere Sünde bezahlt. Er hat den Zorn Gottes auf sich genommen. Das wissen wir. Aber er hat was anderes gemacht. Er hat unsere sündhafte Natur mit sich gekreuzigt und im Grab mitgenommen. Das erkennen wir auch durch den Glauben. Nicht durch Erfahrung, nicht durch Logik, sondern Gottes Wort sagt hier, wir sind mit ihm begraben. In Christus. So was Jesus am Kreuz getan hat für dich und mich, natürlich das Allerwichtigste, sein Blut reinigt uns. Aber Jesus am Kreuz hat die Wurzel der Sünde auf sich genommen. Was ist die Wurzel der Sünde? Die sündhafte Natur, die wir haben in uns, von Adam. Diese sündhafte Natur, die in unserem Leib wohnt. Und wir nicht, diese Leib werden wir nicht loswerden, bis Jesus kommt und neue Leib gibt. Und dann sind wir, Halleluja, das Fleisch los, Halleluja. Kann ich es kaum erwarten, diese Last. Aber diese sündhafte Natur, wir lesen in Korinther 5,21, Jesus ist Sünde für uns geworden, der keine Sünde wusste, damit wir seine Gerechtigkeit werden, haben werden. Jesus ist kein Sünder geworden, das ist so, so wichtig. Er ist kein Sünder geworden, er ist Gott, er könnte nicht Sünder werden. Er müsste nicht wiedergeboren werden, wie manche Irrlehren. Aber er hat in sein Leib diese sündhafte Natur in sich genommen, auf sich genommen und mit ihm gekreuzigt. Vers 6. Wissen wir das wirklich? Wir wissen ja dies, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Wir wissen das im Kopf, aber glauben wir das? Der alte Mensch, das ist unser altes Leben, das Fleisch, unsere alte Natur, die wir haben bei der Geburt. Diese alte Natur, das Fleisch, sagt, ich will meinen eigenen Weg gehen, es ist mein Leben, mein Recht. Das Fleisch, alte Natur, alter Mensch, liebt Gott nicht, will ihn nicht anbeten, will Jesus nicht nachfolgen und kann auch nicht. Wir haben sehr viel die letzten Jahre darüber gesprochen. Aber zu verstehen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist. Es steht nur nicht war, sondern ist. Deine sündhafte Natur, dein altes Leben, wenn du wiedergeboren bist, war mit Jesus gekreuzigt. Und der Fehler, den wir oft machen, wir denken, ich muss es immer wieder zum Kreuz bringen, immer wieder kreuzigen, immer wieder, ich muss es selbst töten. Oder
ist ein Prozess, wird getötet, aber er steht hier, ist mit ihm gekreuzigt. Das heißt, das ist vor 2000 Jahren, aus Keith, das sagte irgendwas, ist aufgegangen. Vor 2000 Jahren würdest du dein altes Leben, deine alte Natur gekreuzigt in Christus, mit Christus, am Kreuz, tot gemacht. Hier steht eine sehr gute deutsche Übersetzung, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei. Auf Englisch steht destroyed, aber das griechische Wort heißt außer Wirksamkeit gesetzt sei. Das heißt, dass es machtlos geworden ist, dass es total in Leerlauf gebracht wird, dass es keine Auswirkung haben darf, diese alte, sündhafte Natur des Fleisches, dass es total unwirksam gemacht wird, war, dass es ohne Kraft ist und ohne Gebrauch mehr ist. Das ist, was Jesus am Kreuz getan hat. Das heißt, unsere alte Natur, unsere alte Menschen hat keine Macht, uns zu herrschen mehr. Hat keine Fähigkeit, dein Leben zu bestimmen, außer wenn du es zulässt. Wir haben immer noch die freie Wille. Die Bibel redet immer, wandelt im Geist, damit du nicht nach dem Fleisch lebst. Der Heilige Geist, das Dritte, was Jesus am Kreuz getan hat, ist, er hat uns ein neues Leben gegeben. Wir sind mit ihm auferstanden, haben ein neues Leben, sein Leben. Aber ich möchte zurückkommen zu dieser, dass er das Fleisch des alten Natur gekreuzigt hat. Wir lesen in Galater 2,20, kennen wir, ich bin mit Christus gekreuzigt. Und nun lebe ich, aber nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Alle Beispiele sind ein bisschen schwierig, aber sagen wir, was passiert in unserer alten Natur? Natürlich ist der alte Mensch noch da, leider, wir sehen ihn. Wir hören ihn. Er hebt seinen Kopf immer wieder, aber er hat keine Macht mehr. Unsere alte Natur, unser Fleisch, unser alter Mensch ist außer Wirksamkeit gesetzt. Das ist wie eine Lampe, wenn du die Lampe, wenn die Steckdose rausgezogen wird, die Lampe steht noch da in deinem Wohnzimmer oder Schlafzimmer, aber hat keine Auswirkungsmöglichkeit, weil die Steckdose, die Felle, die ist weg. Oder ein Auto, du hast ein Auto, nimm die Auto Batterie oder Akku raus, das Auto steht da, aber das kann nichts machen. Nein, hüpfen kannst. Nee, auch ohne, auch, nee, auch nicht. Ohne Akku kannst du gar nicht hüpfen. Ist noch da, aber es hat keine Möglichkeit, wirksam zu sein. Oder du hast dein Fahrrad und du nimmst diese Tretwerk ab. Kette. Wie heißt das? Die Kette. Ja, die Kette sogar, das reicht auch. Nimm die Kette ab. Hast ein Fahrrad, ist schön. Aber kannst nichts damit machen. Fahrrad ist da, aber Fahrrad ist sozusagen tot, außer Wirksamkeit gesetzt. Und das ist, was Jesus Christus am Kreuz mit unserer alten Natur gemacht hat. Das ist so gewaltig, wenn wir anfangen, das zu begreifen, was er am Kreuz getan hat. Das ist alles. Dann bist du frei. Und wir haben oft diese Tendenz, ich will's diese alten Menschen sterben lassen. Ich will diese alte Natur unter die Füße bringen. Hast du es geschafft? Ich nicht. Können wir auch nicht. Es gibt nur einen, der das kann, und das ist Jesus Christus. Und er hat es getan. Wenn wir verstehen, es ist schon geschehen, glaubst du, ist es dasselbe Glaube, die wir haben, wenn wir zu Jesus kommen und neu geboren werden? Als du zu Jesus gekommen bist, hast du geglaubt, dass Jesus am Kreuz für deine Sünden gestorben ist? Hast du geglaubt, oder glaubst du noch, dass sein Blut dich reinigt von jeder Sünde? Und dass sein Blut weiter dich reinigt, wenn du zu ihm kommst? Das glauben wir.
Das wissen wir. Und es ist genau dasselbe, was er mit dieser Würzel der Sünde getan hat am Kreuz. Er hat unsere alten Menschen gekreuzigt. Steht hier, oder? Wer ist denn mit ihm gekreuzigt? Vers 6. Wir wissen ja dies, dass unsere alten Menschen mitgekreuzigt worden ist. Entweder glaubst du es oder glaubst du es nicht. Aber ich glaube, dass man auch wirklich Gott bitten musste, Herr, ich möchte das im Herzen wissen. Ich möchte das im Herzen erkennen, weil Glaube ist der Schlüssel, dass wir sein Wort glauben, mehr als Erfahrung, weil die Erfahrung manchmal widerspricht diese Tatsache. Ja. Gefühle, auf keinen Fall darf man glauben. Und es ist alles in Christus, in ihm ist das geschehen. Und die Taufe, Keith hat das so schön erzählt, du begrabst keine, die noch lebt, oder? Mhm. Auch im Krankenhaus. Die haben Leute betreut, die richtig, die haben nur noch geatmet, aber keine sagt, oh, Beerdigung. So, wenn wir lesen, dass die Taufe ein Begräbnis ist, dass unsere alten Menschen in Jesus, mit Jesus begraben ist, das heißt wieder, er ist tot. Halleluja, unwirksam, lebt nicht mehr, unser Leben zu herrschen. Und wenn wir erkennen, diese alte Menschen, diese alte Natur ist tot, diese Schweinnatur, wie wir früher gesagt haben, wir sind wie Schweine, nicht buchstäblich, aber ein Schwein kannst du waschen, per Parfum drauf tun, aber der Schwein geht direkt wieder ins Dreck, weil das seine Natur ist. Ein Schaf nicht. Geboren bist, kann man sagen, man wird ein Schaf. Das Schaf liebt den Dreck nicht, liebt die Hirte, der Hirte oder will in der Hirte nachfolgen. Mit ihm beerdigt, weil wir tot sind. Es kann sein, als du dich taufen lassen hast, dass du das nicht ganz gesehen hast, als Begräbnis. Wir haben immer gesagt, das ist ein Symbol, wenn man, übrigens, die Taufe, dieses griechische Wort ist Baptismo und das heißt Wunde tauchen, Amen. Nicht spritzen. Ja, Amen. Weil, das ist, Sie haben das für, wenn Stoff so gefärbt würde, dass der Stoff ganz uneingetaucht wird. Das ist das Wort taufen. Und wenn du hier auf jeden Fall in Deutschland und auch in Amerika, wahrscheinlich Afrika auch, wenn du eine Leiche begrabst, du machst tief unter die Erde, nicht so ein paar bisschen Staub drauf. Und die Taufe ist dieses Bild. Du stehst da, dein altes Leben in Christus. Alles in Christus, auch die Taufe. Und wenn du runtergetaucht bist, du bist mit ihm gestorben, begraben. Und wenn du Taufe hochgebracht wirst, dein altes Leben, dein alter Mensch bleibt begraben. Wir haben neues Leben in Jesus. Wir sind auferstanden. Wir haben ein auferstandenes Leben und das ist ein ganz anderes Thema. Aber das ist wirklich das Dritte, was Jesus am Kreuz getan hat. Er hat nicht nur unser altes Leben mit sich gekreuzigt, getötet, begraben, sondern wir sind auferstanden. In Christus. Wenn du alles ohne Christus machen möchtest, dann wirst du beherrscht sein von deiner alten Natur, dein altes Leben. Du wirst nicht in den Himmel kommen, du bist kein Kind Gottes. Und du bist eine Sklave. Deine alte Natur. Ob das sich zeigt mit Ausschweifungen und ganz schwere Sünde oder einfach ich lebe wie ich will. Mein Maßstab ist gut genug. Ich brauche nicht sterben. Ich brauche Jesus nicht. So, die Taufe, wenn du in deiner Taufe das nicht verstanden hast, und das habe ich nicht. Ich habe gewusst, ich war jung, ich habe gewusst,
Jesus hat mir meine Sünden vergeben. Jesus ist am Kreuz für mich gestorben. Und ich bin wiedergeboren. Ich glaube ihn und ich vertraue ihn mit meiner ewigen Seele an. Das habe ich verstanden. Das ist notwendig. Aber dass mein altes Leben, mein alter Mensch und mein Fleisch mit ihm gekreuzigt war und begraben war, das habe ich damals nicht verstanden. Haben wir nicht gehört. So, wenn du da deine Taufe das noch nicht verstanden hast, ist nicht schlimm. Weil es ist nicht bei der Taufe, dass dein altes Fleisch stirbt und begraben wird. Das ist ein Symbol für was Jesus schon gemacht hat am Kreuz, was schon in Jesus passiert ist. Das vermindert deine Taufe nicht, aber wenn das noch nicht so deutlich war, ist es sehr wichtig, richtig das zu verändern, darüber nachzudenken, ja Herr, nicht nur mein altes Sünde, mein Lügen, mein Lust, mein Egoismus, mein was immer beliebig, Stolz, hast du auf dich genommen, aber meine alte Natur, diese, du hast das Auto, die Benzin weggenommen. Das ist Freiheit. Und das ist geschehen vor 2000 Jahren. Nicht wird gleich oder nicht bei deiner Taufe. Ich wiederhole bewusst. Es ist schon fertig vor 2000 Jahren, dass dein alter Mensch, wenn du wiedergeboren bist, mit Christus starb und begraben war. Jesus ist auferstanden aus dem Grab, aber du und ich, unser alter Mensch, ist mit ihm im Grab geblieben. So, lass nicht zu, dass ein alter Leiche dir sagt, was du tun sollst. Der alte Mensch, wieder, schauen wir Vers 11 an. Also, auch ihr haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. Dieses Wort, wie ihr die meisten von euch wissen, haltet euch dafür, reckon yourselves, ist ein mathematischer Ausdruck. Und zu sagen, das ist so, das ist ein Fakt, rechne damit, dass deine alte Natur mit Christus gestorben ist. Es ist nicht symbolisch. Wenn wir das, und ich habe es noch nicht kopfmäßig begreifen können, weil es einfach so gewaltig ist, dass Jesus am Kreuz unsere alte Menschen mit sich gekreuzigt hat, mit ihm sich begraben hat. Gewaltig! Er war der zweite Adam. Durch die erste Adam haben wir diese sündhafte Natur bekommen, haben wir diese Hang zur Sünde bekommen. Und Jesus als zweiter Adam, du und ich, wir alle, jeder Mensch auf dieser Erde, egal welche Land, welche Sprache, sagen wir, dass das jetzt Adam ist. Wir sind alle, du und ich, jeder Mensch, in Adam geboren. Die Sündhaftigkeit, die sündhafte Natur, eine Sklave der Sünde. Aber Jesus, zweiter Adam, hat dich und mich da rausgenommen am Kreuz von erst Adam, als er starb. Und Jesus, der zweite Adam, wenn du wiedergeboren bist, und nur dann, wenn du wiedergeboren bist, bist du in Christus. Und das ist eine übernatürliche Wirkung Gottes, die man nicht erklären kann, aber glauben kann und erleben kann. Und dieser zweite Adam, Jesus in Christus, ist dein Alter, gestorben mit ihm, begraben und du hast ein neues Leben in Christus. Alles, alle Segen, alles ist in Christus. Ich habe mich mit jemandem unterhalten über Auferstehung von dem Tod. Was passiert, wenn jemand wirklich gestorben ist, ein Totenschein aufgestellt wird? Ich weiß, bei meinem Vater das war,
Dann haben wir alles abmelden müssen, das wissen wir. Bankkonto musst du abmelden, sein Führerschein gilt nicht mehr, seine Ersparnisse, die sind weitergegeben, seine, wenn man verheiratet ist, dann ist die Ehe aufgelöst, Erbe, alles ist, dein Auto gehört dir nicht mehr, dein Wohnung gehört dir nicht mehr, wenn du tot bist, wenn Totenschein ausgestellt ist. Das war Lindes, sie hatte echte Gedanken. So überlegt dieser alte Mensch. Unser altes Leben ist gestorben. Wenn du begraben bist in Christus, das ist ein Totenschein. Tot. Abgemeldet. Du bist abgemeldet von der Macht, die Herrschaft der Sünde, der alten Menschen. Du bist nicht mehr mit ihm verheiratet. Wir lesen später, dass wir mit Christus verheiratet sind in Römer 7. Der hat keinen Einfluss über dein Leben, dein alter Mensch. Ein alter Mensch, der verstorben ist, gestorben ist. Bleiben wir bei einem Menschen. Wenn die plötzlich wirklich auferstehen würden, nach einem Totenschein, die müssen sich neu trauen lassen. Die müssen neu Bankkonto eröffnen. Das war so genial, Lindes Gedanke. Ein neues Bankkonto eröffnen lassen. Und wisst ihr, oft, auch als wiedergeborene Christen, kommt der alte Mensch, altes Leben, und wir sagen, oh, ich will doch wieder diese Beziehung haben. Oh, ja, 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 wieder. Obwohl es aufgelöst ist. Obwohl eine Scheidung da ist, geistig, wenn wir geistig sterben, dein altes Leben, die sündhaften Beziehungen, die sind weg. Die haben die Kraft nicht mehr. Manchmal halten wir sie trotzdem an. Aber die Kraft ist nicht mehr da. Oder die alten Gewohnheiten. Du musst nicht mehr ein Sklave der Sünde sein. Verhaltensmuster. Selbstwert. Die Bibel redet nicht von dein Selbstwert aufpeppeln. Gott sagt, selbst muss sterben. Der neue Mensch in Christus ist herrlich. Jesus endlich. Frei. Aber das Fleisch, dein Fleisch, mein Fleisch, diese Natur, ist mit Christus gekreuzigt. Und das ist, ich habe mal vor Jahren eine Predigt darüber gehört. Ich fand es sehr interessant, dieser Gedanke, dass wir die Sünde gestorben sind. So, du hast eine Leiche, die da liegt, und da kommt, habt ihr bestimmt solche Predigten gehört, aber es ist so bildhaft. Da ist eine Leiche da, wenn eine Leiche da ist, du kannst diese Leiche treten, der sagt nichts, er flucht nicht, er haut dich nicht zurück. Du kannst ihm Porno zeigen, guck. Du kannst ihm Geld anbieten. Komm, lass uns einen trinken, das wir nicht tun als Christen. Du kannst ihm alles anbieten, aber er ist unbewegt, reagiert nicht, wird nicht antworten, wird nicht sich bewegen. Und das ist, wie wir mit unserer alten Natur und altes Leben umgehen brauchen. Wenn der Teufel kommt und das Fleisch sagt, ja, ist doch, komm, mach, du brauchst das. Du brauchst es nicht, wenn du neu geboren bist. Das Fleisch ist tot. Diese Leiche braucht das nicht. Und so bin, weil der alte Mensch ist wirklich wie diese Fahrrad. Das Fahrrad ist noch da, nur keine Kette. Und er sagt, komm, fahr eine Runde. Fahr dahin. Du kannst die Kette auch wieder antun, aber das wäre gut. Das ist also, ob du eine Leiche mit dir im Auto nimmst und komm, lass uns hier rausgehen. Wir machen eine Spazierfahrt. Stinkt. Dass wir gestorben sind in Jesus, das alte Natur ist außer Wirksamkeit gesetzt. Das heißt, wenn der Teufel kommt oder dein altes Gedanken kommt oder jemand anders kommt und sagt, hey, erinnerst du dich? Mach das, du brauchst das. Du sagst, nein.
Ich bin tot. Dieser Teil meines Lebens ist tot. Ich brauche das nicht mehr. Ich bin kein Sklave mehr. Ich bin nicht mehr geherrscht von dir oder dieser Gewohnheit oder dieser Verhaltensmuster oder dieser Gedanke. So. Natürlich. Es ist eine Tatsache. Wir wissen, wir sind mit gekreuzigt, mit begraben, mit Jesus auferstanden. Aber der Heiligungsprozess ist immer weiter darin zu wachsen, zu sagen, nee, ich steige nicht auf diese Fahrrad. Du hast keine Macht mehr. Nein, ich lasse mich nicht auf diese Gedanken ein, diese Sache ein. Ich brauche es nicht mehr. Mein altes Leben ist tot. Das brauche ich nicht mehr. Und das ist die Wahrheit. Und alles andere ist eine Lüge. Aber diese Lernen drin zu leben und die Zeit reicht nicht aus, davon zu sprechen. Aber wir lesen in Epheser Kapitel 5, könnt ihr zu Hause, könnt ihr zu Hause lesen oder ich predige noch über Epheser 4. Es steht, lege den alten Menschen ab, ziehe den neuen Menschen an. 20 bis 22, du brauchst es nicht aufzuschlagen unbedingt. So, das ist, wie wir das praktisch ausleben, dass wir, mein altes Fleischleben tot ist, begraben ist. Jedes Mal, er sagt, leg die Lüge ab. Das ist die Anfang hier auf dieser Bibelstelle. Leg die Lüge ab. So, jedes Mal, dass du versuchst, ein bisschen zu schummeln mit der Wahrheit, nicht so ganz ehrlich zu sein, er sagt, leg's ab. Fütter das Fleisch nicht. Rede die Wahrheit. Wahrheit. Lebe in die Wahrheit. Wir leben das aus, diese Heiligung, das ist ein Prozess, das Alte abzulegen, wo das versucht uns zu beeinflussen, neue anzuziehen. Ich habe seit Jahren, ich habe immer da mir vorgestellt, manchmal alte Sachen in meinem Leben, und ich weiß, die sind unter Jesus Blut, ich weiß, die sind begraben, und dann kommt dieser Kopf hoch, und ich, nein, runter im Grab wieder, du bist tot. Machen wir das oder sagen, oh, lebst du noch? Naja, überlegen wir vielleicht sofort ablegen, weil es tot ist. Tote Natur, eine Leiche stinkt. Muss begraben werden. Es gibt ein Wort hier, wenn ich das finde, ich glaube, das ist Vers 10. Hier in der Griechischen ist sehr interessant. Einige, fast immer ist ein Wort für Tod benutzt, was der Tod ist. Aber, entschuldige, ich finde es nicht so schnell, ich habe meine Notizen gelassen. Aber es gibt eine, Nekros, wo es steht, er ist von dem Tod auferstanden. Wir sind, Nekros ist Leiche. Deine alte Natur ist eine Leiche mit Christus geworden. Richtig klar, Leiche. Und diese Leiche ist begraben. Und wir sind auferstanden mit neues Leben. Halleluja. Aber der Schlüssel ist Glauben. Er sagte, halte. Vers 11. Also auch ihr haltet euch selbst. Haltet euch selbst dafür, dass ihr die Sünde tot seid. Aber für Gott lebt in Christus unser Herr, alles in Christus. So, das ist wie alles, wir empfangen durch den Glauben, wenn wir Gottes Wort glauben, das Wort kommt Glauben. Wenn wir Gottes Wort hier glauben, dann ist so eine Macht in unserem Leben, so eine Freisetzung, so eine Kraft, so eine Entlastung. Du kannst aufhören zu versuchen, das Fleisch zu töten. Zu kreuzigen. Ich habe immer gesagt, ne, wenn du dich selbst kreuzigen möchtest, das Fleisch, du kannst ein Hand, du kannst zwei Füße, aber du hast immer den Hand mit der Hammer. Kannst nicht. Wir können unser altes Leben, unser Fleisch nicht kreuzigen. Wir können es nicht. Das ist die Kraft Jesus, Tod am Kreuz. Was für eine Auswirkung, was für eine Kraft. Aber wir müssen es glauben. Wenn wir glauben, wir setzen es ein. Wenn wir glauben,
wir handeln, wir vertrauen ihm. Herr, ich fühle, ich habe das Gefühl, dass das immer noch lebt, aber Herr, du hast gesagt, ich bin mit dir gekreuzigt, ich bin mit dir begraben, ich habe ein neues Leben. Und diese neue Menschen ist geistig und sieht auch wie Jesus. Und das ist sein Plan, dass wir wie Jesus werden. Jesus hat keine alte Natur in sich gehabt und Jesus hat nie gesündigt und kam nie unter der Macht der Sünde. Und wir können frei sein. Aber wieder, manches ist ein Auswirken, Ausleben. Aber versteht ihr, die Grundlage ist, glaube Gottes Wort oder auch nicht. Dann kannst du frustriert sein dein ganzes Leben. Glaube, was hier steht. Lies es durch. Denke darüber nach. Bete. Herr, hilf mir, ich will das glauben. Wenn du es sagst, in Christus. Nicht, weil du viel leistest, guter Christ bist, Gemeinde besuchst, Geld gibst, fastest, betest, bist getauft, was immer, sondern weil du in Christus bist. Alles ist in Jesus Christus. Deswegen steht, er ist unser Leben. In Kolosser 3. Er, Christus, der unser Leben ist. Er ist unser Leben. Das ist so ein großes Thema. Lass lesen wir noch Kolosser Kapitel 3. Ist nach Epheser, nach Philippe, Kolosser. Ich möchte Kolosser 2, Vers 12 nur anstreifen, weil das ist ein ganz anderes Predigtpass. Aber Kolosser Kapitel 2, Vers 12, wir lesen, da ihr mit ihm begraben seid in der Taufe, da haben wir es wieder. Colossians 2, Vers 12. Da wir mit ihm begraben seid in der Taufe, in ihm seid ihr auch mit auferweckt worden durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Und das ist ein ganzes Predigt für sich, dieses neues Leben, auferstandenes Leben, das ich ihn kenne und die Kraft seiner Auferstehung. Philippa. Wir sind mit ihnen in der Taufe begraben. Kapitel 3, Kolosser 3, Vers 1. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zu Rechten Gottes. Vers 2. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf die Erde ist. Vers 3. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Vers 4. Wenn der Christus um zu leben offenbar werden wird, dann werden auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Christus ist unser Leben. Jesus teilt dein Leben nicht mit deinem Fleisch. Er sagt, ich bin Herr, ich sitze auf dem Thron. Was für eine Verachtung seines Todes, seines Tod am Kreuz zu sagen. Ich will aber doch mein Leben leben, wie ich will. Ich will aber doch dieser alte Mensch, dieser Teil gefällt mir. Wir haben letzte Woche in Gethsemane gesprochen. Das war ein schrecklicher Kampf, das war für Jesus zu sagen, dein Wille geschehe. Weil er wusste, er würde die Tatsünden der ganzen Welt auf sich nehmen, aber er wusste, er wird die Wurzel der Sünde, er wird diese Wesen der Sündhaftigkeit auf sich nehmen. Ein schreckliches Preis aus Liebe für dich und mich. Und Jesus, da gibt es keinen Platz für dein Fleisch und Jesus auf dem Thron deines Lebens. Du musst entscheiden. Du kannst nicht beides haben. Du kannst deine alte Leiche auf dem Thron deines Lebens sitzen lassen. Aber ein alter, totes, stinkendes Leiche und Fleisch wird dein Leben nicht so gut regieren.
Oder du kannst sagen, der neue Mensch, ich bin in Christus neu. Jesus, du sitzt auf dem Thron meines Lebens. Ich möchte, dass du mein Leben bestimmst. Und dann hat man Frieden, Freiheit und so viel mehr. Vers 3, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Schein, dass du wiedergeboren bist, war in die unsichtbare Welt ein Todesschein ausgestellt. Sterben. Tod. In Christus. Begraben. Beerdigung. Nicht mehr gehörig zu dieser Welt. Ein Bürger des Himmels. Ein neues Leben. Vergebung, Reinheit in Christus. Und du kannst beliebig deinen Namen reinsetzen, wenn du wiedergeboren bist. Und wenn du es nicht bist, dann kannst du auch werden. Lass uns beten. Und wir werden Abendmahl feiern. In Hingesicht das Abendmahl, wir denken an das Kreuz Jesus, was er am Kreuz getan hat. Sein Blut reinigt uns. Aber du wiedergeboren bist, sein Tod am Kreuz war auch dein Tod und dein altes Leben, alte Natur, sein Begrabnis mit deiner und seine Auferstehung war auch deine. In Christus, alles in Christus, keine Leistung, alles in Christus, verbunden mit ihm, Weinstock und Liebe, verbunden. Lass uns beten. Wir nehmen eine Gebetszeit jetzt.